Jo Freunde, bevor das Video startet, am 5.12., das ist dieser Donnerstag, könnt ihr mit mir, gegen mich und was weiß ich was FIFA spielen, wo von 18 bis 22 Uhr ist freier Zutritt in der Red Bull Arena in Salzburg, genau genommen in der eSports Area. Ich werde dort am Start sein und ja, alle aus Salzburg oder Umgebung, kommt unbedingt vorbei, Donnerstag, 5.12., 18 bis 22 Uhr, Red Bull Arena in unserer eSports Area. Viel Spaß mit dem jetzigen Video. Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Pack-Experiment. By the way, 30-Tage-Challenge, Tag Nummer 2. Ich habe hier schon 8 Packs vorbereitet von der La Liga. Es gibt ja derzeit Upgrade-Packs und ja, wie gesagt, 8x 81 plus vorbereitet. TOTW-Spieler auch einer auf Safe. Eventuell geht sich noch das eine oder andere Pack aus, dann werden das natürlich mehr als 8 sein. Sprengt unbedingt den Daumen nach oben, wenn ihr weitere Pack-Experimente sehen wollt. Von der Serie A, von der Liga. Ich werde sehen, ob euch das Ganze gefällt. Deswegen Daumen nach oben, Freunde. Danke euch dafür. Ich möchte unbedingt den Inform von Messi ziehen. Schreibt mir in die Kommentare, habt ihr den gezogen? Habt ihr den durch die Upgrades gezogen? In der Lightning Rounds? Oder wie habt ihr den gezogen? Ich denke, mindestens einer von euch wird den gezogen haben. Aber, bevor es damit losgeht, unglaublich geile Karten sind rausgekommen. Billy, die Moments-Karte. Und Cesc Fabregas Flashback. Alleine schon wegen den Kartentyp möchte ich Bailey unbedingt mitnehmen. Ich habe es auch schon vorbereitet. Ja, das sind ja eigentlich schon krasse Spiele mit Lukaku unter anderem. Eigentlich alles First Owner. Also ich habe keinen einzigen Cent an Coins ausgegeben. Deswegen einmal, wir nehmen auch gleich das Megapack mit. Bin ich gespannt. Vielleicht ziehen wir den einen oder anderen geilen Spieler. Hoffentlich endlich mal eine Icon zu Black Friday. Habe ich meine dritte Icon gezogen. Schade. Wird ein Stadionspieler England, kann eigentlich nur der Torhüter sein, Forster. Pickford ist das, genau so ist es, ja, bitter. Aber ich brauche sowieso seltene Spieler, eben wegen die Upgrade-Packs. Und ja, wie gesagt, Freunde, einfach einen Daumen nach oben geben. Und ich weiß ganz genau, ihr wollt weitere Pack-Experimente sehen. Dann nehmen wir gleich das zweite mit. Diese Sachen habe ich abgegeben, ist auch alles First Owner. Der ist untradable, sonst hätte ich den wahrscheinlich verkauft. Und ja, aber ich gebe lieber Lucas Leiva ab und lass Douglas Costa, weil ich habe gerade seine Sets gesehen. Der war schon das eine oder andere Mal am Start. Ich habe noch nie eine Moments-Pack-Animation gesehen. Generell, die schon unglaublich... Oh, der hat gar keine Animation. Oh, so bitter. Ich dachte, der hat eine, aber 4 Sterne, 4 Sterne, 1,78, 93 Ps, bei 95 Antrieb, sehr, sehr geil. Abschluss ist ein bisschen mau, Ausdauer, geht eigentlich fit, aber Balance und Beweglichkeit ist geil, nur ist sie gerade 79 Ruhe. Trotzdem eine super Sub-Karte. Werdet ihr den auch machen? Schreibt mir das in die Kommentare, Freunde. Morales mache ich nicht. So, Freunde, ich bin jetzt mega, mega gespannt, wen wir da ziehen können, ne? 281 plus von der La Liga. Es ist Hazard am Start, es ist Messi am Start und es ist der erste Walker am Start. Spanien, ZM, Parejo. Das ist wahrscheinlich dieser eine... den man nicht haben möchte. Leute, das erste Pick und gleich ein Walkout und dann diese hier. Hazard oder Messi. Modric gibt es auch zu ziehen, der 91 in Form. Aber stark, muss man sagen. 83 und 86. Trotz allem, das sind nicht diese Spieler, die wir haben wollen. Wir wollen wirklich das Beste vom Besten. Vielleicht haue ich auch noch die 83er wieder. Wieder ein Stadion, kein Walkout. Schade. Vielleicht haue ich auch noch ein paar normale Upgrades rein. Je nachdem, wie es läuft. Banega und Gamairo. Ja, okay. Das nächste Pack. Komm. Es ist nichts. Es ist jetzt gar nichts. Nichts. Nada. Niente. Es ist Cazorla. Und Vasquez. Okay. Wir sind ja eigentlich wieder bei 6 Spielern. Aber Parejo werde ich wahrscheinlich nicht abgeben. Das heißt, eine mache ich noch und dann kann ich noch mal... quasi aufrüsten, ne? Ja, ich glaube, es wird jetzt wieder Zeit zum Aufrüsten, ne? Das ist ja... LF, Oyarzabal. Okay, wir sind gut gestartet, aber ja, es flacht wieder ein bisschen ab.
Ein Walkout will ich noch. Wie gesagt, am liebsten Messi, weil dann bin ich so viele, dann habe ich so viel Coins gewinnt quasi, weil ich meine UCL-Karte verkaufen kann. Ich bin halt gespannt, wie viele von euch Messi gezogen haben. Wirklich, ich bin echt gespannt, wie viele das auf ehrlich reinschreiben. Aduriz Gaia ist auch okay. Ich denke, jetzt ist wirklich ein guter Zeitpunkt, diese Upgrades zu machen, vor allem von La Liga. Hazard und Messi, ich meine, mega geil. Wir bekommen aber gar nichts mehr, ne? Aha, erstes Duplikat ist am Start. Paulista auch, okay. So, meine Boys und natürlich Girls, es geht weiter. Komm, ein Walkout wäre noch spitze. Da ist schon mal etwas Gutes, kein Walkout, schade. Schade, wieder Spanien, ZIV, wer bist du? Das ist Bartra. Nein! Und Vasquez. Leute, Leute, Leute. Ich ahne Böses. Ich ahne sehr Böses. Bis jetzt habe ich alles aus dem Verein. Ich hatte noch keine Ausgaben vom Transfermarkt. Das ist sehr, sehr stark. Aber das ist nicht alles. Aber es ist nicht unendlich. Inaki Williams. Sehr, sehr stark. Ich denke auf jeden Fall bis zu einem Walkout mache ich. Auf safe. Egal wie, egal wo, ein Walkout muss heute safe noch kommen. Und ich hoffe natürlich, dass es einer der starken Walkouts sein wird. Okay, der kommt wieder. Wieder kein Walkout, Bruder. Militar oder was? Firpo, wer ist denn das? Marcelo. Okay, 85er Marcelo. Kann man lassen. Ist allerdings, ja, für mich SPC-Futter. Und Diego Costa. Ey, man muss zugeben, das ist ein echt starkes Pack. Das ist ein echt solides Pack gewesen. Komm, das letzte vorerst. Jetzt auch schon das TOTW-Pack auf, weil ich einfach nicht mehr abwarten kann. Okay, der kommt wieder. Walkout! Komm, okay, das ist kein Inform. Das ist leider wieder Parejo. Na, wer ist das? Walkout, Inform, Canales. Canales, Canales. Okay, schade, Leute. Schade, schade. Ich habe jetzt gar nicht gecheckt, dass es ein Inform ist. Ich achte immer so, dass die Lichter komplett ausrasten, ne? Aber okay, Walkout, Inform. Leider nicht Messi, leider nicht Hazard und leider nicht Modric. Wir arbeiten daran, Leute. Wir arbeiten auf jeden Fall daran. Vasquez auch am Start. Ich denke, 5x PL-Upgrade werde ich noch machen, aber jetzt, come on. Das ist sogar tradable, Leute. Lass ein Walkout sein. Es ist ein Walkout. Es ist ein... Nein. 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 Aber Dybala 89. Leute, es hätte Messi werden können, aber trotzdem, ich bin mit Dybala 89 krass zufrieden. Wem hattet ihr in euren Inform-Pack, wenn ihr das gemacht habt? Also, falls ihr das gemacht habt. Dybala 89. Das ist stark. Das ist... Nein, das ist sogar richtig. Das ist sogar tatsächlich untradable. Leute, ich dachte, das ist tradable. Ist aber untradable. Trotzdem sehr, sehr stark. Ist eigentlich SPC-Futter. Wobei, ja, falls irgendwelche Challenges kommen, ist auch wirklich sehr, sehr stark. Schade, dass du nur 3 Sterne Weak-Futter hast. Gefällt mir unnormal. Geh gegen den Chat. 89 Dybala. Sehr, sehr geil. Ich werde auf jeden Fall noch 5 PL-Upgrades vorbereiten, ne? So, Freunde, ich habe euch die letzten... die letzten 5 Packs, die ich euch vorbereitet habe. In der Liga 3 Spieler davon ist einer seltener. Da glaube ich jetzt nicht wirklich daran, dass was Krasses dabei sein wird. Aber wir lassen uns eines Besseres belehren. Das ist ja das Pack-Experiment. Und das ist Experiment. Beginnen wir mit Vasquez. Okay. Muss ich aber zugeben, ist gar nicht mal so bad, ne? Und der next one. Bitte etwas Gutes. Bitte etwas Gutes. Der kommt rein! Das ist kein Walkout, Leute, Alter. Ich will einen Walkout haben. Einen argentinischen Walkout möchte ich haben, ne? Das wäre es. Das wär's. Ach, er kommt nicht. Er kommt nicht. Denn dieser Wicht ist massiv. Rapper werde ich heute in diesem Leben keiner mehr. Vorletztes Pack. Vorletztes Pack. Und bitte etwas Gutes. Er kommt nicht. Bitter, ganz, ganz bitter. Okay, okay, okay. So, ein letztes 81 Plus. Das machen wir mit der Nase auf. Nase, Nase. Nase.
Ich muss eines sagen, das Experiment hat sehr gut gestartet mit einem Walkout. Und bitte. Und ich dachte, es endet mit einem Walkout. Wir hatten noch einen Inform-Walkout. Leider war es keiner von den drei Großen. Wir beenden das Experiment mit James Rodriguez. Mit Dybala bin ich sehr, sehr zufrieden. Und ja, Leute, wie gesagt, wenn ihr Lust habt auf weitere Pack-Experimente, smasht einfach den Daumen nach oben. Und ich sehe das. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao!